und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und was soll ich auch sagen? Es ist endlich da. Es hat ein bisschen gedauert und es gab so ein bisschen auch so ein bisschen hin und her. Aber ich sage ja immer, zum Schluss wird immer alles gut. So, jetzt zeige ich euch. Ich bin mehrfach angeschrieben worden, wann es denn jetzt endlich kommt. Und ich habe gesagt, ja, es dauert noch ein bisschen. Weil da muss ich euch auf jeden Fall noch was zu erklären. So, hier ist das gute Stück drin. Kagerhaft 89 ist quasi am Start. Und so sieht es aus. Ja, das ist die Dose. Und hier so ein bisschen rusty Design, so, ne? Und ja, was soll ich euch sagen? Es ist einfach da. Kügelchen ist drin. Das Einzige, was wir nicht umsetzen konnten, und da haben wir, glaube ich, ja, so ein bisschen einen Fehler gemacht, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich wollte, ja, dass das so ein bisschen Marketing betreiben, und hätte mir gedacht, Mensch, das wäre super geil, wenn wir diesen Sprühkopf da drauf hätten. Okay, weil wir hatten ja eine Abstimmung gemacht, wo auch sehr viele Leute daran teilgenommen haben, und normalerweise wäre es schon geil gewesen, wenn wir diesen Sprühkopf genommen hätten. Hätten wir auch nehmen können, also die hätten wir das schon produziert. Das Problem ist, dass das Röhrchen, oder dass die Gefahr sehr groß ist, dass das Röhrchen von innen vertrocknet und dann verstopft. Und dann sind natürlich so Sachen wie, wenn du die Dose nicht auf einmal benutzt, ja, sondern einfach nur, du willst jetzt hier, hast du eine kleine Stelle mit Rost, kommen wir auch gleich zu, wir werden das Ding jetzt auch nochmal ausprobieren, hast du das Problem, dass das Röhrchen irgendwann zuklebt, beziehungsweise dann auch nicht mehr zu gebrauchen ist. Und dann sind ja so Sachen wie schlechte Bewertungen oder, ja, keine Ahnung, negative Äußerungen ja vorprogrammiert. Und ich habe mir dann jetzt gedacht, was machst du? Rein marketingtechnisch wäre es schöner, Mensch, du hättest hier diesen Sprühkopf. Würde natürlich auch zu den anderen Sachen super passen. Ja. Das Problem ist, wie ich schon beschrieben habe, es besteht die Gefahr, dass das Ganze entsprechend entsprechend verstopft. So, und da ja Funktionalität immer so ein bisschen Vormarketing ist, was eigentlich nicht ganz klug ist, aber es ist, glaube ich, vernünftiger, habe ich mich jetzt für diesen Sprühkopf entschieden, so dass ich einmal, wie gesagt, die Community-Abstimmung leider so ein bisschen außer Acht lassen musste. Ja, tut mir leid, aber ich glaube, dass ein funktionierendes, gutes Produkt einfach besser ist als nur ein schönes Produkt. Ja, also für mich zumindest. So, und Kagerhaft 89, wir haben den Rostumwandler mit Grundierung. Das bedeutet, Rostlose entfernen, drauf machen und trocknen lassen. Fettfrei muss es sein. Das heißt, wir werden das Gleiche jetzt auch hier nochmal eben am Aggregateträger ausprobieren. Wir werden den einfach jetzt mal einsprühen. Ich werde einfach jetzt mal drüber jauchen. Und ich hatte ja extra, was vorbereitet, indem ich, hier sind sie, mir Bremsscheiben in den Garten gelegt habe. Das musste ich allerdings auch mehrfach machen, weil natürlich der Rasenmähermann die Bremsscheiben immer weggeschmissen hat. Aber ich habe sie später so gut versteckt, dass er sie nicht gefunden hat. So sehen jetzt also Bremsscheiben aus. Die ist trocken, ja, wie gesagt, also trocken muss es sein, fettfrei muss es auf jeden Fall sein. Das heißt, wenn ihr das später irgendwo am Kfz verwendet oder irgendwo anders, wo vielleicht wo Rost ist, aber auch in Verbindung mit Öl oder Fett, das muss schon irgendwo ein bisschen fettfrei sein. Eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern komplett fettfrei. Okay? Ja, so sieht es aus, meine Damen und Herren. Hier. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen schütteln. Ich werde das jetzt auch gleich ganz einfach mal auf so einen Aggregateträger machen. Nur damit wir ganz einfach mal schauen, wie sieht vorher, nachher aus. Und was ja immer entscheidend ist, ist die Vorarbeit. Wie viel Vorarbeit willst du machen oder musst du machen? Und deswegen werden wir jetzt ganz einfach mal gar nichts machen. Sondern wir werden jetzt diese Bremsscheibe nehmen. Dadurch, dass die im Garten lag, habe ich jetzt so ein bisschen die Blätter abgemacht. Wir werden jetzt auch gleich einmal mit der Messingbürste in eine Runde gehen. Und dann werden wir da einsprühen. Ja? Und ich sage mal, es heißt der Rostumwandler. Was bedeutet, es muss ja Rost da sein, der umgewandelt werden kann. Ja, wenn das alles blitzeblank ist, dann bist du natürlich so mit einer Grundierung oder mit irgendwelchen anderen Sachen besser aufgehoben. Das heißt, Rost muss da sein, sonst kann der Rost nicht umgewandelt werden. Darf Fett sein? Nein. Öl, Silikonreste und so eine Scheiße. Das muss alles ab. Okay? Ja, so sieht es aus. Das heißt, ich stelle euch jetzt eben um und dann werden wir ganz einfach mal schauen, wie das Zeug wirkt. Wir haben jetzt hier im Moment 6 Grad und wenn ihr das aufgetragen habt, was ihr durchaus mehrfach machen könnt, hintereinander weg, ja, ist es so, ihr müsst es trocknen lassen.
Ja, und je nachdem, was ihr für ein Wetter habt, dann kann es auch schon mal 10, 12 Stunden dauern. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel auch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit drin. Wir haben plus 6 Grad. Da kann man nicht erwarten, dass sowas nach 2 Stunden trocken ist. Ja? Das heißt, weil ich nämlich jetzt gleich auch abhauen werde, werden wir ganz einfach diese Bremsscheibe einsprühen. Wir werden den Aggregateträger einsprühen. Und ich werde jetzt vorher noch mal eben ein paar Bilder machen, dass wir auch vorher und später irgendwo so entsprechend vergleichen können. Und einfach mal möglichst ohne Vorarbeit. Ja? Und wenn es dann schon geil ist, dann denke ich mir, ist es noch geiler, wenn du die entsprechende Vorarbeit machst. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen Leistungsreserven haben. Okay, Leistungsreserven. So, das heißt, ich stelle euch um. Und dann spulen wir das Ding dann ein, einmal Drahtbürste drum, Ende aus, Mickey Maus, und dann lassen wir das Zeug mal einwirken. Was natürlich auch immer eine Sache ist, rostige Lenkungsteile. Ja? Das heißt, ich werde das jetzt gleich einfach mal hier, ich habe jetzt hier einfach nur mal so mit dem Lappen drüber geputzt. Ja? Also ihr seht, da war also noch nie einer dran. Und ich bin mal gespannt, wie das später aussieht. Ja? Das heißt, wir machen da gar keinen großen Vierlefanz drum, sondern einfach einsprühen und dann gucken wir mal, wie das Ganze entsprechend aussehen wird. Ich würde sagen, wir legen los. Das heißt, wir machen jetzt hier so ein bisschen das Lose alle weg. Ja, das Ding lag natürlich im Garten, aber richtig blank machen tun wir das jetzt nicht, sondern gucken dann ganz einfach mal, wie es wird. Ne? Ihr seht also ein, zwei Mal mit der Drahtbürste drüber. So, und auf dieser Seite machen wir mal gar nichts. Vielleicht machen wir das später nochmal. Nehmen wir mal eben Lappen. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, ihr könnt danach die Bremsscheibe nochmal benutzen. Ne? Also das geht natürlich nicht. Auch so Auspuff, ne? Also Sachen, die heiß werden, das würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, damit das zu bearbeiten irgendwo. Ne? Aber ihr seht, zwei, drei Mal mit der Drahtbürste drauf und theoretisch ist das ja 2 in 1. Das heißt, ihr habt einmal den Rostumwandler und ihr habt auch gleich eine Grundierung, die ihr auch direkt danach verwachsen könnt oder übermalen könnt. Ne? Also das ist so, damit ich mir das jetzt hier nicht alles so versaue, lege ich mir hier das Ding runter und wollen mal gucken. Ja, Vollgebrauch schütteln. Und in dem Fall haben wir jetzt einen schönen Flächensprühkopf dran. So. Theoretisch war es das schon. Andere Seite lassen wir jetzt erstmal. Aber so sieht es aus. Ne? Das wird also später schwarz, weil eben der Rostumwandler entsprechend da zugange ist. Aber gleichmäßig deckend. So sieht's aus. Hier das Ganze ist jetzt soweit trocken. Ich nehme jetzt einfach mal nur die Ecke, damit wir vielleicht einen schönen Vergleich haben. So, schütteln wir mal wieder ein bisschen. Und dann wollen wir mal gucken. Ne? Ja. Fertig. Also sehr ergiebig. Machen wir hier von der Seite auch noch eben. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das dann aussieht. Das ist soweit drauf. Perfekt. Ah, tropft ein bisschen. Aber so sieht das doch gut aus. Ich glaube, dass das hier auch noch ein gutes Beispiel sein kann. Ich habe jetzt hier was an den Auspuff gemacht. Wie gesagt, heiße Teile solltet ihr nicht unbedingt machen. Aber hier werde ich jetzt ganz einfach mal gar nichts machen. Auch keine Drahtbürste drüber gehen, sondern ich werde das einfach mal übersprühen. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht später. Ah, ich bin echt gespannt. Also das sind ja so diese klassischen Stellen, wo man mal eben eine Sprühdose nehmen kann, einfach drauf machen und gut ist. Ich hoffe, ich versaue mir nicht die Kameralinse, aber ich bin gespannt. Oh, da hängt noch so ein kleiner Fussel, den hätte man natürlich vorher wegmachen sollen. Aber als Beispiel glaube ich gar nicht so schlecht. Auspuff ist geschützt. Ich habe jetzt zwei, drei Mal habe ich drüber lackiert oder gesprüht.
müsste gut sein. Erstmal gar nicht viel Zeit verschwendet, wirklich mit alles blank machen. Ne? Also wie gesagt, wenn du das alles richtig blank macht und kein Rost mehr da ist, hätte ich gesagt, braucht man keinen Rostummantler. Ne? Also ein bisschen Rost sollte schon da sein. In dem Fall haben wir es natürlich jetzt übertrieben und haben erstmal nur die losen Sachen weggemacht. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und ja, theoretisch werden wir es jetzt trocknen lassen. Wir haben im Moment nur zwischen 6 und 7 Grad draußen. Das Auto bleibt eh jetzt über Nacht hier drin. Die Bremsscheibe lassen wir auch hier drin. Wir haben jetzt Samstag 15 Uhr. Ich mache jetzt theoretisch Schluss und werde morgen mir das Ganze mal anschauen. Theoretisch müssen wir jetzt einen Tag warten. In dem Fall, ja, es muss nicht unbedingt jetzt 24 Stunden sein. Es hängt natürlich von den äußeren, von der Witterung ab. Ja, wenn du sowas jetzt im Sommer machst für dein, keine Ahnung, Gartentor oder was auch immer, das Metall ist ja so warm, das wird ja ruckzuck, wirkt das ja. Ne? Also, aber ich sag mal, so 5-6 Stunden kann es schon dauern. Ne? Ihr müsst dem Zeug natürlich auch Zeit lassen, entsprechend zu wirken. So, und ja, theoretisch, erstmal so von der Vorbereitung her, nicht schlecht. Und es ist mal eben gemacht. Ja, du kannst natürlich jetzt auch mit Pinsel machen und tun. Aber ich glaube, wenn du so kleine Anwendungen hast, hier mal ein bisschen Gammel, da ist der Aggregateträger rostig oder hier ist mal dies, hier ist mal das, hier ist was weiß ich, ein Scharnier gammelig oder so. Sprühdose nehmen, drauf sprühen, fertig. Also von der Vorgehensweise simpel und einfach. Wir gucken jetzt nach 24 Stunden, wie das Ganze aussieht und dann geht's weiter. Willkommen zurück. So, ich habe die Sachen jetzt mal einweichen lassen. Relativ lange, bin ich ganz ehrlich, weil wir natürlich jetzt hier auch immer so 3-4 Grad in der Garage hatten. Und hier ist natürlich auch eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit drin. Ihr müsst das Zeug also wirklich trocken lassen. Aber ich zeige euch jetzt mal eben die Bremsscheibe. So sieht die aus. Ne? Also umgewandelt, so und so vorher. Na? Es ist nicht mehr klebrig, ja, gar nichts mehr, es packt nicht mehr und von der Seite aus ist das erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Ich würde euch empfehlen, ruhig satt davon verwenden, ja, also ihr müsst natürlich auch ein bisschen die Chemie wirken lassen, ja, und wenn ihr nur einmal so drüber sprüht, wird das wahrscheinlich nicht reichen, das zeige ich jetzt aber auch gleich, weil ich habe ja auch den Axträger genommen, habe den auch einmal eingesprüht, haben wir ja gar nichts gemacht, um zu gucken, ob es auch irgendwie ohne eine, ja, eine Entfernung von Rost irgendwie wirkt. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, dass das alles wieder schwarz ist und auch hier hat sich der Rost verfärbt. Ja, also es wirkt, aber wie zum Beispiel jetzt hier, hätte man jetzt schlauerweise wirklich vorher mit der Drahtbürste rübergehen müssen. Das haben wir natürlich jetzt vorher so nicht gemacht, aber auch da hat der Rostumwandler gewirkt, ne? Auch hier. Aber ihr seht, man muss schon ein bisschen davon echt nehmen, sonst bringt das Ganze nichts. Auch ist auch alles trocken, ne? Also das ist auch alles in Ordnung wieder. Pappt nicht, klebt nicht. Und von der Seite aus für mal eben, ihr seht, da oben bin ich nicht ganz hingegangen. Einfach nur, damit man auch mal so ein bisschen den Kontrast sieht zwischen behandelt und unbehandelt. Aber es wäre natürlich schlau, wenn man vorher einmal mit der Drahtbürste entsprechend alles anraut. Gut, hier bin ich auch nur einmal ganz kurz drüber gegangen. Da seht ihr auch, ne, dass ich hier an den Seiten nicht richtig aufgetragen habe, sondern mehr hier. Ja, hier habe ich also dicker aufgetragen als da. Und da kann man das natürlich dann auch super erkennen. Hier wirkt es natürlich dann mehr, als wie hier, wenn noch einmal ganz kurz drüber genebelt ist. Hier habe ich den Auspuff abgeklebt, weil da ist ja eine Beschichtung drauf letztendlich, ja, die ihr auch direkt überlackieren könnt bzw. überwachsen könnt. Ja, aber ihr seht natürlich, satt auftragen, wenig auftragen und ja, ihr braucht eben auch eine gewisse Menge an Chemie, damit das Zeug natürlich dann auch entsprechend wirkt. Gut, was liefere ich euch? Kagraf 89 Rostumwandler 2-in-1 mit Grundierung, ja, also gleich zum Überlackieren bzw. gleich zum Überwachsen. Ihr müsst das Ganze ein bisschen anrauen und ihr müsst der Chemie natürlich auch entsprechend Zeit geben. Und das, was natürlich auch ist, ihr bekommt eine 400 Milliliter Dose mit der Kugel drin und dem Sprühkopf, der recht gut und einfach zu dosieren ist. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Wie immer findet ihr die Sachen im kagraf.store
Und wie nochmal am Anfang erwähnt, der Sprühkopf wäre zwar marketingtechnisch die bessere Option gewesen, aber produktanwendungstechnisch ist der Sprühkopf besser. Und wir wollen ja letztendlich, oder ich möchte natürlich, dass, wenn ich euch schon was liefere, dass das einwandfrei und ohne Probleme funktioniert. Die Dose ist so in so einem coolen Rostdesign, haben wir das gemacht. Auch sehr ansprechend, fällt natürlich auch sofort auf. Und ja, ich denke mir mal, probiert es einfach mal aus. Ich bin echt gespannt. Ich werde jetzt noch ein paar Bremsscheiben machen. Das wird aber eins der nächsten Videos werden. Und werde dann praktisch mal die Bremsscheibe beschichtet wieder zurücklegen, damit wir auch mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie lange das wirkt. Ne? Also ich habe jetzt hier noch eine liegen, zeige ich euch. Ja, auch hier so ein, so ein altes Ding. Und ich werde sie abkleben. Und dann werden wir als nächstes, ganz einfach mal so als Langzeitprojekt, damit ihr eben auch wisst, dass das eben keine Scheiße ist, wirklich zu sagen, okay, wir kleben die eine Seite ab, machen Rostumwandler drauf, machen dann ganz einfach mal einen Wachs drauf und dann schauen wir mal, wie lange das dann noch irgendwo liegen kann. Man muss sich natürlich immer auch eine geeignete Stelle dafür suchen, denn viele denken ja, das ist Müll und dann wird das weggeschmissen. Ist ja auch noch Schrott, bringt ja theoretisch sogar noch Geld, in Anführungsstrichen, obwohl das ja jetzt natürlich jetzt nicht die Menge ist. Aber ja, was soll ich euch sagen? Letztendlich, wenn dieses Video läuft, ist das Produkt auch verfügbar und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass wir eigentlich die Garagenfamilie so gut wie komplett haben. Wachs fehlt uns noch, müssen wir mal gucken. Ja, aber ja, wir machen jetzt erstmal wieder ein paar andere Dinge und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn es genauso gut ankommt wie 69 bzw. das Sprühfett 79, dann hey, ja. Okay, super. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.